Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich euch die besten Akkustaubsauger vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Als ich den Dyson Gen 5 Detect in die Hände bekam, war ich sofort von seiner Kraft und Vielseitigkeit beeindruckt. Dieser kabellose Staubsauger übertrifft mit seiner HEPA-Filtration, die sogar Viren einfängt, und einer Laufzeit von bis zu 70 Minuten alle Erwartungen. Mit dem Fluffy Optik Reinigungskopf wird sichtbar mehr unsichtbarer Staub auf harten Böden aufgedeckt, während der Digital Motor Bar Reinigungskopf Teppiche und Hartböden tief reinigt und dabei Verwicklung vermeidet. Jedoch ist das Gerät nicht perfekt. Ich bemerkte, dass die integrierte Fugendüse zwar praktisch ist, aber das Anbringen des Rohrs nach Gebrauch etwas fummelig sein kann. Ein weiterer Kritikpunkt ist der hohe Preis, der für viele abschreckend wirken könnte, trotz der beeindruckenden Leistung und der fortschrittlichen Technologie des Staubsaugers. Ein Vergleich mit ähnlichen Modellen zeigt, dass der Staubsauger besonders durch seine starke Saugleistung und innovative Technologien wie den piezoelektrischen Sensor, der die Staubpartikel misst, und die verbesserte Beleuchtungstechnologie zur Aufdeckung von unsichtbarem Staub hervorsticht. Im Vergleich zu Vorgängermodellen bietet er eine längere Laufzeit und eine bessere Handhabung, obwohl er aufgrund des fehlenden klassischen Abzugs jetzt zwei Hände für den Betrieb benötigt. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Beim Testen des Bosch Unlimited Gen 2 Serie 8 war ich beeindruckt von seiner effizienten und kraftvollen Leistung. Dieses Modell punktet mit seinem Turbo-Spin-Motor, der 50% schneller und 32% leichter ist und eine Drehzahl von bis zu 82.000 Umdrehungen pro Minute erreicht. Dank der neuesten Generation von Mehrgeräte-Akkus mit verbesserter Kapazität, dem effizienten Motor, der Hochleistungs-Bodendüse und dem intelligenten Automatikmodus liefert dieses Gerät stets volle Leistung. Ein Nachteil ist jedoch, dass die High-Power-Bürste auf Teppichböden öfter blockierte und die Performance nicht merklich verbesserte, was ein kleiner Wermutstropfen ist. Zudem reagierte die Bürste mit einer leichten Verzögerung, was etwas hinter meinen Erwartungen zurückblieb. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt sticht das Modell durch seine innovative Technologie und starke Leistung hervor. Der intelligente Automatikmodus passt die Saugkraft automatisch an den Bodenbelag an und sorgt für optimale Reinigungsergebnisse auf allen Arten von Böden. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Meine Erfahrung mit dem Hava-Staubsauger war insgesamt sehr positiv. Dieser kabellose Staubsauger bietet mit seiner 0,9 Liter Beutellos-Technologie und einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten ein komfortables Reinigungserlebnis. Dank der 22 Volt Lithium-Ionen-Batterie konnte ich eine konstant hohe Leistung über den gesamten Nutzungszeitraum genießen. Ein kleines Manko ist, dass die Laufzeit von 40 Minuten für größere Wohnungen oder Häuser eventuell nicht ausreicht und man die Reinigung unterbrechen muss, um den Akku wieder aufzuladen. Trotzdem sind die integrierten LED-Lichter an der Bürste und die Turbo-Modus-Funktion für eine tiefere Reinigung besonders hilfreich. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt zeichnet sich das Gerät durch seine Benutzerfreundlichkeit und Effizienz aus. Besonders für Haustierbesitzer könnte dieses Modell wegen seiner Tierhaarbürste und der einfachen Entleerung des Staubbehälters interessant sein. Der AEG Ergo Rapido Staubsauger ist ein kabelloser 2-in-1 Akku-Staubsauger, der sich durch seine Flexibilität und Leistungsfähigkeit auszeichnet. Besonders hervorzuheben ist seine Eignung für Allergiker und Haustierbesitzer dank einer zusätzlichen Elektrosaugbürste für das entnehmbare Handteil, das Tierhaare, Milben und Hausstaub effektiv von Polstern entfernt. Der Staubsauger ist ideal für die Reinigung verschiedener Oberflächen und bietet durch seine kabellose Bauweise eine einfache Handhabung ohne lästiges Kabelumstecken. Nutzer schätzen besonders die Saugleistung, die Akkulaufzeit und die Flexibilität des Geräts. Für diejenigen, die einen vielseitigen und leistungsstarken Akkustaubsauger suchen, bietet das Gerät eine ausgezeichnete Lösung. Seine 2-in-1 Funktion macht ihn sowohl als Bodenstaubsauger als auch als Handstaubsauger nutzbar, was ihn besonders praktisch für den Alltag macht. Die positive Bewertung durch Nutzer unterstreicht die Zufriedenheit mit der Leistung und Handhabung des Staubsaugers. Mein Test des Philips Speed Pro Max Modells war eine Offenbarung in Sachen kabellose Staubsaugertechnologie. Das revolutionäre Gerät mit seiner 360 Grad Saugdüse nimmt mehr Schmutz und Staub auf, egal in welche Richtung ich mich bewege, was eine gründlichere Reinigung in kürzerer Zeit ermöglicht. Die Kombination aus der Power Cyclone 8 Technologie und dem Powerblade Motor sorgt für eine starke Saugleistung und Luftstrom, die beides zusammen die Reinigungsleistung optimiert.
Ein bemerkenswertes Merkmal ist die LED-Beleuchtung an der Düse, die versteckten Schmutz aufdeckt, was besonders in dunklen Ecken nützlich ist. Die Vielseitigkeit wird durch die Integration einer Handeinheit, einer Fugendüse und einer Bürste weiter verstärkt, was das Gerät effektiv zu zwei Geräten in einem macht. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt hebt sich das Modell durch seine innovative Saugtechnologie und die lange Batterielaufzeit ab. Er eignet sich besonders für Haushalte mit verschiedenen Bodenbelägen, dank seiner Fähigkeit, sowohl harte Böden als auch Teppiche effizient zu reinigen. Als jemand, der schon viele Staubsauger in der Hand hatte, muss ich sagen, dass der Einhell TESV 18 Li Solo mich besonders beeindruckt hat. Schon beim Auspacken fiel mir das leichte Gewicht auf, ein klarer Vorteil für lange Putzsessions. Die kabellose Freiheit dank des Power Exchange Akkusystems ist ein weiterer Pluspunkt, der das Saugen in jeder Ecke des Hauses zum Kinderspiel macht. Allerdings gibt es auch ein paar Nachteile zu beachten. Das Fehlen eines mitgelieferten Akkus und Ladegeräts könnte für einige ein Dorn im Auge sein. Du musst also entweder schon Einhell-Akkus besitzen oder bereit sein, extra dafür zu investieren. Das Modell hebt sich von der Masse ab, indem er nicht nur als Bodenstaubsauger, sondern auch als Handstaubsauger verwendet werden kann. Dies und die motorisierte Bodendüse machen ihn vielseitig einsetzbar. Jedoch ist die Saugleistung, obwohl anpassbar, in der Eco-Einstellung für tiefsitzenden Schmutz vielleicht nicht immer ausreichend. Ich habe den Bosch Staubsauger getestet und war von seiner Leichtigkeit und der langen Akkulaufzeit beeindruckt. Er verfügt über integrierte Werkzeuge, die die Reinigung erleichtern und ist relativ günstig in der Anschaffung. Allerdings wirkt er ein bisschen plastikartig, der Akku kann nicht ausgetauscht werden und die Kapazität ist eher klein. Die Leistung ist für seine Größe gut, mit zwei Leistungsmodi, darunter ein Turbo-Modus für zusätzliche Saugkraft. Das Robust Air-System von Bosch hält die Saugleistung auch bei vollem Staubbehälter konstant hoch. Eine angetriebene Bürstenleiste macht ihn besonders effektiv auf Teppichen. Im Design ähnelt das Modell dem Athletmodell von Bosch, mit dem Vorteil, dass er wie ein traditioneller aufrechter Staubsauger aussieht und leicht aufrecht gelagert werden kann. Ein besonderes Merkmal ist die Möglichkeit, ihn in einen echten Handstaubsauger zu verwandeln, was ihn sehr vielseitig macht. Die Akkulaufzeit ist ausgezeichnet, in unseren Tests erreichten wir eine Laufzeit von 45 bis 55 Minuten mit einer vollen Ladung. Die Saugleistung ist ausreichend für die meisten Haushalte, obwohl sie nicht ganz mit einigen Konkurrenzprodukten mithalten kann. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergiss nicht, dass man in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung findet. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützt uns gerne mit einem Like. Eure Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögere nicht, deine Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Produkte verpasst. Bis bald!